While I was preparing the service for this morning, während ich auf heute, mich auf heute Morgen vorbereitet habe, the Lord said to me, sagte der Herr mir, next Friday, nächsten Freitag, address the point of vision and dreams for marriage and relationship. Dass ich nächsten Freitag über den Punkt Visionen und Träume im Bereich Ehe sprechen soll. So in other words, und Beziehungen. In anderen Worten, talk about God kind of relationship. Sprich über die Art Beziehung, die göttlich ist. God kind of marriage. Die Art von Ehe, die göttlich ist. God kind of partnership. Die Art Partnerschaft von Gott. Because people are going to be really blessed. Weil Leute werden gesegnet werden dafür. That. Durch das. And also und show them, zeige ihnen auch the idea of God in vision in relationship. Die Idee Gottes oder das Vorbild Gottes in was Visionen und Beziehungen angeht. You know, lack of vision. Aus Mangel an Vision. People perish. Vergeht ein Volk. So if you are in relationship. Wenn du in einer Beziehung and you don't bist have a vision und keine Vision of hast. Where you are going. Davon wo du hingehst. It's boring. Wird es langweilig. Amen. Yeah, it's true. It's boring because you don't know where you're going. Dann wird eine Beziehung langweilig, weil du hast keine Ahnung, wo du hingehst, du hast keine Ahnung, was ihr macht, du wachst einfach auf und das Leben ist langweilig. But if you have a clear vision, in dem Moment, wo du eine Vision hast, it encourages you, macht es dich, motiviert es dich, um vorwärts zu gehen. Do you understand that? Verstehst du? Churches that does not have vision has closed down during coronavirus. Gemeinden, die keine Vision hatten, die haben geschlossen während Corona. They closed down. Die haben die Türen geschlossen. Because there is no vision. Weil da gab es keine Vision. They don't know what to do anymore. Sie wussten nicht mehr, was man noch tun könnte. But if you have vision, wenn du aber eine Vision you hast, know what to do. Dann weißt du, was du tun kannst. And there is joy to do it. Und dann kommt Freude rein, um das because zu tun. You know where you are going. Weil du weißt, wo du hingehst. Marriage is the same. Und in der Ehe ist es dasselbe. So here is what I want you to do. Folgendes möchte ich, dass du es tust. Next week Friday, nächste Woche Freitag. Dress like you are coming for a date. Dann zieh dich an, als würdest du gerade auf ein Date gehen. Whether you are married or not. Ob verheiratet oder nicht. Just dress. Zieh dich like schön you an. Are going to a date. Zieh dich an, als hättest du ein Date. And when you come, und wenn du kommst, sit down like a king and like a queen. Setz dich wie ein König, wie eine Königin. And let us unfold to you. Und dann möchten wir dir aufzeigen, the true plan of God. Was der Plan Gottes ist. In relationship. In einer Beziehung. It will amaze you. Es wird dich erstaunen. How it will change your life. Wie es dein Leben verändern kann. Amen. Amen. So please. Also bitte. If you need to look for a babysitter to take care of your children, do it. Just come with your spouse alone. Wenn du einen Babysitter brauchst, dann fang jetzt an zu suchen, so dass du wirklich mit deinem Ehepartner alleine kommen kannst. If you are living alone and you need to look for somebody to take care of your cat, your dog, your your cow, your just do it. It worth it. Wenn du alleine wohnst und du hast Hund, Katze oder Kuh, dann schau, dass du jemanden hast, der sich um diese Tiere kümmern kann. Can I tell you the truth? Kann ich dir die Wahrheit sagen? What we are seeing in Europe today. Was wir heute in Europa sehen, is as a result. Ist ein Resultat of failed marriages. Von Ehen, die in Brüche gehen. That's what we are seeing in Europe. Das sehen wir in Europa. Money is not everything. Geld ist nicht alles. Emotional stability is everything. Sondern emotionale Stabilität ist alles. Emotional stability. Emotionale Stabilität. I told you last Friday. Ich habe dir letzten Freitag gesagt. People have money. Menschen haben Geld. People have succeeded in their career. Menschen haben Erfolg in ihrer Karriere. But their emotion is a mess. Aber ihre Emotionen sind ein Chaos. And we have to blame our leaders. Und dafür sind unsere Leiter schuld. Fathers, our mothers. Väter, Mütter. They are the reason. Daher kommt's. Our fathers, our mothers. Weil unsere Väter, unsere Mütter. They are the reason. Die sind verantwortlich. Because if they would have done it right, weil wenn sie es richtig gemacht hätten, we the children, dann hätten wir als Kinder, we would do it right, es auch richtig gemacht. Isn't that true? Ist es nicht wahr? Yeah. So,
We can stop it. Aber wir können das unterbrechen oder stoppen. It's not too late. Es ist nicht zu spät. Jesus took only 12 people to turn the world upside down. Jesus brauchte nur 12 Menschen, um die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. We are more than 12 in this church. Wir sind mehr als 12 in dieser Gemeinde. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. This Friday. Diesen Freitag. Is marriage seminar. Wird ein Eheseminar. Slash. Slash. Relationship. Beziehungs. Slash. Rat, Holy Ghost Fire, Heilig Geist Feuer, slash, slash, Miracle and Prophecy, Wunder und Prophetie, slash, Deliverance, Befreiung. Yeah, all the package are coming in one.